Senden Sie es zu Händen Sarah Sterz, Bundeskriminalamt. Ja, wird gemacht. Vielen Dank, wieder. Sie sind ja doch noch da. Ich war im Dom. Und Sie? Ich gehe hier noch die Meldungen durch. Kommen Sie. Machen Sie mal eine Pause. Kommen Sie schon. Wie sind Sie zum Sicherheitsdienst gekommen? Das ist ja keine normale Laufbahn für einen Priester. Nun, ich bin in der französischen Schweiz geboren worden. Ich bin über 1,74 Meter groß, katholisch und nicht verheiratet. Das Profil der Schweizer Garde. Außerdem praktiziere ich nicht mehr als Priester. Warum nicht? Ich habe das hinter mir gelassen. Wissen Sie, weshalb der Heilige Vater von Schweizern bewahrt wird? Ein Papst bat die Schweizer um eine Palastwache, frühes 16. Jahrhundert, glaube ich. Und bei der Plünderung Roms, da fielen die meisten, aber sie konnten den Papst schützen. Es starben 147 von 189 Gardisten. Mein Großvater hat für die Schweizer Garde gedient, mein Vater. Und jetzt? Ich. Es ist bei uns sozusagen Familientradition, das Leben eines Menschen zu schützen. Würden Sie Ihres dafür geben? Ja. Ja, sicher. Sie nicht? Dazu hänge ich zu sehr an meinem eigenen. Ich finde auch, ehrlich gesagt, dass man ein Menschenleben nicht gegen ein anderes aufwiegen kann. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur zu feige. Das glaube ich nicht.